Kanada, den 7. August 2001. Liebste Henrietta von Bodenstein, meine liebe Kurkollegin. Unsere Reise nach Kanada ist eine Wucht. Es hat sich gelohnt, dass wir so lange darauf gespart haben. Ich danke Ihnen, dass Sie uns dazu geraten haben. Stellen Sie sich vor, wir waren mit den Schlittenhunden unterwegs. Eine Husky-Dame hieß Luna. Sie war die Führerin des Rudels. Ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Ist es nicht verrückt, dass es mir wie Ihnen zu Hause im Winter immer zu kalt ist? Hier dagegen macht mir weder der Schneefall noch das stete Knirschen unter den Schuhen etwas aus. Inzwischen bin ich beim Anziehen zu einem 5-Schicht-System übergegangen. Das funktioniert perfekt. Und wissen Sie, nach einem Tag mit Abenteuern im Schnee freue ich mich am meisten auf das Bärenfell vor dem Kaminofen und eine Tasse heißen Kakao. Ich werde diese Zeit so schnell nicht vergessen. Das ist so sicher wie unser letzter Ton in der Ostermesse. First time, würde man sagen. Ein erstes Mal vergisst man eben nicht. Ich schicke Ihnen liebste Grüße aus der Kälte. Ihre Kurkollegin Lydia.